Herzlich willkommen bei Shelter 2. Ja, es ist ja noch nicht lange her, seitdem wir Shelter gespielt haben mit dem Dachs. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ne? Ja, da war das Ende ja, naja, nicht so gut, da war ich ja sehr enttäuscht. Und da hat mich ein wenig aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es hier ist mit dem Ende. Also wir können uns darauf einstellen, dass es eventuell auch traurig wird. Nur damit ich nicht wieder ausraste, schon mal einstellen. Aber es sind auf jeden Fall viele neue Verbesserungen da. Und wir spielen diesmal auch keinen Dachs, wie wir sehen, sondern einen Luchs. Ja, wir müssen die Kinder auch wieder ja, ernähren und aber groß bekommen diesmal sogar. Wir sehen, wir haben hier sogar einen Stammbaum. Das heißt, wir können uns sogar vermehren über Generationen. Und ich glaube, es gibt hier sogar so Rudel, denen man sich anschließen kann. Irgendwie so habe ich so verstanden. Ich habe schon mal gestartet, um die Grafikeinstellung vernünftig hinzubekommen. Habe aber noch nicht gespielt. Also ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Und es gibt sogar Steam Achievements. Man muss wohl oder man kann ziemlich viele Dinge wie Blumen und Steine sammeln. Ich weiß nicht warum, aber mal gucken. Wahrscheinlich nur für die Achievements, aber werde ich natürlich tun. Hört man mich überhaupt richtig? So. Aber ich muss doch mal eben wegen den Controller-Einstellungen gucken. Angeblich soll das volle Controller-Unterstützung haben. Deswegen gucke ich noch mal. Und dann geht's auch gleich los. Übrigens stehen Informationen über den Luchs in der Beschreibung. Also unten in der Videobeschreibung. Mutter Luchs ist trächtig und sucht einen Bau, aber die Nacht ist kalt und furchterregende Raubtiere haben ihre Witterung aufgenommen. Okay, die Grafik ist wesentlich besser, finde ich. Und ja, ich werde wahrscheinlich wieder sehr mitgerissen von der Story sein. Das weiß ich jetzt schon. Okay, also wir können nicht gegen den Sturm. Das heißt, wir müssen hier lang. Wir können aber auch nicht rennen. Wir können einfach nur vorwärts gehen gerade. Ah, okay. Jetzt können wir auch rennen. Das ist sehr nett. Huch! Ich habe mich voll erschrocken. Ach du Heilige. Ach du heilige Scheiße. Wow! Okay, die Empfindlichkeit des Sticks ist extrem. Ich muss mir erstmal an die Steuerung gewöhnen, Mensch. Das ist ein Karnickel. Ach du Scheiße, sagt sie. Okay, springen. Ich kann nicht mehr rennen.
Ach so, okay. Fertig. Ach du heilige Scheiße. Ich weiß nicht, die Empfindlichkeit des Sticks ist sehr extrem, deswegen bin ich wie besoffen gelaufen. In dieser Nacht haben die Sterne zu Mutter Lux geflüstert. Ah, okay, jetzt hier die flüsternden Sterne. Sehr interessant. Okay, wir können die aber nicht einsammeln. Warte mal, Entschuldigung, ich muss doch noch mal eben, ob es besser ist. Ja, ich, oder? Ich werde mich einfach dran gewöhnen. Was? Die ersten Male werde ich jetzt noch ein bisschen besoffen herlaufen, glaube ich. Okay, also einfach den Stern hier hinterher. Oh! Jetzt leiden ja voll. Also der Sternhimmel gefällt mir auf jeden Fall besser als bei Teil 1. Muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt so. Weil der hat mir echt nicht gefallen bei Shelter 1, ne? Das war ja echt nur eine aufgeklatschte. Naja. Ich meine, ist jetzt nicht so tragisch, aber muss ja auch nicht sein, ne? Der letzte Stern. Jetzt kommt erst das Intro. Okay, jetzt haben wir wohl eine Höhle gefunden, wa? Jetzt bekommen wir Babys. Okay, also wir sind ein Luchs. Das ist schon mal ein bisschen größer als ein Dachs. Aber wir haben trotzdem noch ziemlich viele Feinde. Kleine Kätzchen. Wie süß. Ich will die streicheln. Die haben Namen. Vavi, Solda, Kia, Bova und die Mutter heißt Inna. Achso, ich kann die benennen. Das ist ja krass. Ich kann die benennen. Okay. Wahrscheinlich, weil wir die später auch spielen können, wenn die Mutter mal tot ist. Wie nennen wir die denn? Peter, Heinz, Uwe, Klaus. Nein, Scherz, Mann. Ich finde die Namen eigentlich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Oh nee, nicht schon wieder dieses mit den Namen. Mir fallen nie gute Namen ein, eigentlich. Irgendwie. Weiß ja auch nicht. Vor allem keine Kätzchen-Namen hier. Isolde, Peter? Nein, keine Ahnung. Da ist Lukas. Oder Lukas. Lukas? Ja. Lukas. Die kann ja Makira heißen. Nee, nicht Kira. Kira. So. Shakira. Die fängt dann an zu singen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt Männchen oder Weibchen sind. Das ist ein bisschen schlecht, ne? Nova nenne ich die jetzt einfach mal. Nova und Bova. Oh. Klaus. Hm.
Schwierig. Die nenne ich jetzt. Nee, es ist zu klassisch. Es ist alles langweilig. Alicia. Und die Mutti. Achso, nee, die Mutti können wir nicht. Die Mutter heißt Inna. Okay. Ich glaube, die Mutter können wir nicht mehr. Okay, gut. Haben wir Lucas, Kira, Nova und Alicia. Oder Alicia, ist mir auch egal. Sie wagt sich in die große, weite Welt. Ein Land voller Beute, um ihre hungernde Familie zu füttern, die noch nicht kräftig genug ist, um ihren... Toll. Ah, eine schöne Höhle. Mit dem Baum, das gefällt mir. Wir können auch gleich noch eine rote Flagge dahin, da oben raufpacken. Ja, ja, ich hab nichts zu essen, Mensch. Ich hab nichts zu essen. Also, mit der Kamera? Irgendwie geht die Kamera nicht richtig. Nur nach oben. Okay, egal. Glaube ich. Nehmen. Was ist denn das? Was soll das bedeuten? Heißt das, dass es da Essen gibt? Ich glaube, wir müssen jetzt Essen suchen.